Die Lenzsche Regel. Ein, sagen wir, doch sehr wichtige Erkenntnis, die uns ja an ganz vielen Stellen hilft und Grund genug, sich das Ganze mal aus der Nähe anzugucken. Schauen wir uns die Definition einmal näher an. Das ist Heinrich Friedrich Emil Lenz und der hat 1833 entdeckt, dass wenn sich der magnetische Fluss durch eine Leiterschleife ändert, eine Spannung induziert wird, die wiederum sorgt dafür, dass ein Strom fließt und dieser Strom erzeugt wiederum ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wirkt seiner Änderung entgegen. Der magnetische Fluss ist im Prinzip nichts anderes als ein Magnetfeld, das eine Fläche durchsetzt. Und der Cosinus kommt noch daher, dass halt wichtig ist, in welchem Winkel das Ganze durchsetzt wird. Und wenn sich das mit der Zeit ändert, deswegen die Ableitung nach der Zeit, dt, dann wird eine Spannung induziert. Und die Lenzsche Regel ist halt ganz besonders wichtig, dieses Minus, weil das halt das, was ich eben gesagt habe, ja, beschreibt, formeltechnisch halt. So, konkret zeige ich jetzt gleich nochmal ein paar Beispiele. Wenn ich einen Generator habe, ist das zum Beispiel jetzt der Grund, warum ich mich anstrengen muss, um diesen Generator zu drehen. Oder es ist auch, wenn ich, was weiß ich, mit der Achterbahn unterwegs bin oder dem Freefall Tower, dank der Lenzschen Regel kann man berührungslos bremsen, was natürlich an solchen Stellen sehr wichtig ist. Weil man, wenn es keinen Verschleiß gibt, kann auch die Bremse nicht ausfallen. Und das heißt eigentlich ganz viele interessante Anwendungen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal am Whiteboard etwas genauer an. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Dazu habe ich hier ein Stückchen Leiter. Wichtig ist, dass dieser Leiter hier außen mit einem, ja, irgendwie verbunden ist, damit tatsächlich ein Stromkreis entsteht und da wirklich Elektronen fließen können. Wenn jetzt dieser Leiter hier in Richtung V1, also sprich nach unten, fällt, beziehungsweise durch dieses Magnetfeld bewegt wird, dann kann ich jetzt mit der linken Hand, der Daumen zeigt nach unten, der Zeigefinger, das ist ja der Pfeil von hinten, zeigt also in den Bildschirm hinein, und hier der kleine grüne Pfeil, das ist die Lorentzkraft, also der Mittelfinger. Und wenn hier eine Lorentzkraft wirkt, also eine Kraft auf die Elektronen wirkt, dann bewegen die sich nach links. Und wenn die sich nach links bewegen, dann haben die natürlich eine Geschwindigkeit nach links. Nennen wir sie V2. Wenn die sich nach links bewegen, eine Geschwindigkeit nach links haben, dann Daumen nach links. Der Zeigefinger zeigt immer noch hinein in den Bildschirm und der Mittelfinger zeigt jetzt in Richtung F2. Das heißt, es wirkt eine Kraft nach oben, die sozusagen den Leiter bremst. Und das funktioniert allerdings nur, wenn hier, wie gesagt, eine elektrische Verbindung besteht, sodass hier wirklich Strom fließen kann. Schauen wir uns das Ganze mal nochmal an einem anderen Beispiel an, weil es geht ja jetzt darum, das irgendwie nochmal mit der Formel in Verbindung zu bringen. Und dazu habe ich das Ganze mal komplett in einem Magnetfeld drin. Es ist so, dass sich das hier nicht bewegen kann. Aber das hier kann sich bewegen. Da sind irgendwie ein paar Pfeile verloren gegangen, wie ich gerade sehe.
Warum auch immer. Ich würde mal sagen, das repariere ich mal schnell. Und zwar, hier war ein Pfeil und hier war ein Pfeil. Und hier waren Pfeile. So. Also, was passiert jetzt? Ich habe hier einen Leiter. Der kann sich hier auf, sagen wir mal, elektrisch verbundenen Schienen bewegen. Und jetzt passiert eigentlich genau das, was man eben in dem Bild schon gesehen hat, wenn sich das hier nach in diese Richtung bewegt. Daumen in diese Richtung, Zeigefinger in den Bildschirm hinein. Das heißt, die Elektroden, die werden hier nach unten ja, geschubst. Ich zeichne das mal ein mit einem roten Pfeil. Das heißt, ich habe hier eine Lorentzkraft. Und diese Lorentzkraft, die sorgt dafür, dass ja, ein Strom fließt. Und wenn ein Strom fließt, dann gibt es wieder eine Lorentzkraft. Und zwar der Daumen nach unten. Zeigefinger wieder rein in den Bildschirm und der Mittelfinger zeigt diesmal in diese Richtung. Das heißt, die wirkt der Bewegungsrichtung sozusagen entgegen. Was hat das Ganze mit der Formel zu tun? Naja, wenn man jetzt mal genau guckt, sieht man, dass das Ganze eine Fläche hat. Und wenn sich dieses Teil hier nach rechts bewegt, wird die Fläche größer. So, und wir hatten ja gesagt, die Induktionsspannung U fällt dann, das soll ein Widerstand sein, fällt dann sozusagen ab, wenn sich entweder das Magnetfeld ändert oder die Fläche ändert. Das heißt, durch diese Konstruktion ändere ich die Fläche und dadurch habe ich eine Induktionsspannung, die ihre Ursache entgegenwirkt. Und das hat man hier eigentlich sehr schön gesehen mit Hilfe der Lorentzkraft, weil die Lorentzkraft wirkt ja hier sozusagen entgegen. Und das ist im Prinzip genau diese Geschichte. Die Spannung, die hier abfällt, wirkt sozusagen ihre Entstehung entgegen und dadurch wird dieser, ja, dieser Stab gebremst. Jetzt schauen wir uns nochmal zwei andere Situationen an. Und zwar ein Magnet fährt einmal, das ist hier auf der rechten Seite dargestellt, an einer Metallplatte vorbei. Oder die Metallplatte fährt halt an den Magneten vorbei. Wie rum das letztendlich passiert, ist eigentlich egal. Das, was passiert, ist nämlich das Gleiche. Unter der Bedingung, dass sich das, diese Metallplatte auf jeden Fall ein Leiter ist und das Magnetfeld, sagen wir, kleiner ist, passiert nämlich Folgendes. In dem Moment, wo ein Teil dieser Platte in das Magnetfeld eindringt, bewirkt es, dass hier die Elektroden nach oben gedrückt werden und die können in dem Bereich, der nicht im Magnetfeld ist, sozusagen wieder zurückfließen. Und dadurch habe ich jetzt praktisch so einen Ring oder einen Wirbel. Und dieser Wirbel, das ist wie ich das eben gezeigt habe, sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass hier eine Bremswirkung entsteht, weil hier wieder Lorentzkraft wirkt der Bewegungsrichtung entgegen. Hier ist entsprechend, wenn das Ganze aus dem Magnetfeld sozusagen austritt, das gleiche Spiel.
Die Elektronen werden nach oben gedrückt und können halt außerhalb des entsprechend ja, wieder zurücklaufen. Und dadurch habe ich eine Bremswirkung. Wenn ich jetzt den Magneten über das über die, den Leiter laufen lasse, ist im Prinzip genau das Gleiche, weil es ist eigentlich egal, ob sich jetzt die Platte bewegt oder der Magnet bewegt. Und das Ganze nennt sich dann Wirbelstrombremse, weil halt, wie gesagt, sich diese Wirbel und aufgrund der Lenzschen Regel ihre Ursache entgegenwirken und dadurch wird das Ganze gebremst. Und dann schauen wir uns das mal im Beispiel an. Hier ist ein Zug, beziehungsweise das ist direkt auf den Schienen. Das sind Elektromagnete. Die kann der Lokführer praktisch herablassen. Und die sind dann wenige Millimeter über den Schienen. Und die, ja, sorgen für ein Magnetfeld. Und dann habe ich hier unten, das ist praktisch dann, was eben das Blech war, was dann sozusagen dran vorbeifährt und dadurch erhalte ich eine Bremswirkung. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Geschichte, weil das ist jetzt sozusagen die Anwendung der Lenzschen Regel. Der große Vorteil dabei ist, hier dazwischen, auch wenn es jetzt hier auf dem Foto nicht danach aussieht, ist Luft. Das heißt, das berührt sich nicht. Das heißt, ich kann bremsen ohne Berührung, berührungslos bremsen. Das heißt, ich habe auch keinen Verschleiß. Wenn ich herkömmlich bremse mit, ja, meistens hat man dann irgendwelche Bremsscheiben oder die Räder werden direkt gebremst, dann habe ich einen Verschleiß, weil ich ja Reibung habe. Und hier habe ich, kann ich praktisch verschleißfrei bremsen. Das, allerdings gibt es auch einen Nachteil. Ich brauche nach wie vor herkömmliche Bremsen, weil die Geschichte ist halt, die Bremswirkung ist halt nur so lange da, wie ich mich bewege. Das heißt, das ist keine Bremse, die dafür sorgen kann, dass der Zug nicht wegrollt. Das heißt, die kann den schon langsamer machen, aber je langsamer der Zug wird, umso geringer ist natürlich dann auch die Bremswirkung. Das heißt, der Zug kann sich dann weiterhin bewegen, deswegen braucht er noch die herkömmlichen Bremsen. Hier ist ein weiteres Beispiel. Da hätten wir eine Achterbahn. Das ist, die heißt Goliath, steht in Walibi, Holland, das ist Niederlande. Und hier haben man Permanentmagnete und seitlich hier auch und seitlich an dem Wagen der Achterbahn sind, man nennt das Schwerter, im Prinzip Metallplatten, die dann hier gebremst werden. Und der Vorteil bei dem Ganzen ist, das Ding funktioniert immer, weil man hat, wie ich das eben erklärt habe, keinen Verschleiß. Und man hat zum Zweiten, ist das ja, das sind Permanentmagnete, das heißt, die funktionieren immer. Das heißt, wenn mal Stromausfall ist oder so, kann man sich sicher sein, dass der Zug hier zuverlässig gebremst wird und ja nicht irgendwie übers Ziel hinausschießt oder so. Und was ja sehr wichtig ist, dass, wie gesagt, wenn selbst wenn Stromausfall ist, dass das Ganze hier nicht irgendwie in einen unsicheren Zustand wechselt, weil es geht ja immerhin um Menschenleben. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man hier ein Bremssystem hat, was ja sozusagen immer, oder wo man sich darauf verlassen kann, dass es immer funktioniert. Apropos immer funktionieren. Das hier kennt man auch. Das steht in Movie Park Germany. Das ist der dortige Freefall Tower. Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier diese Bremsschwerter. Und hier an der Gondel sind, das sieht man jetzt leider nicht so dolle,
sind entsprechende Permanentmagnete montiert. Das heißt, wenn das Ding runterfällt, wird hier auch hier verschleißfrei gebremst, was natürlich enorm wichtig ist, weil auch hier geht es natürlich um Menschenleben und man möchte natürlich sicher sein, dass das Ganze zuverlässig gebremst wird. So, dann schauen wir uns die Lenscheregel mal an. Dazu habe ich ein Stückchen Aluminium. Ich kann kurz mal einen Magneten dran halten, dann sieht man, es ist nicht magnetisch. Und hier habe ich zwei Kugeln vorbereitet. Das hier ist eine normale Stahlkugel. Die lassen wir jetzt hier runterlaufen. Nichts Spektakuläres. Aber jetzt habe ich nochmal eine Kugel. Aber diese Kugel ist ein Magnet, ein Neodym-Magnet, um genau zu sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hierbei rauskommt. Und man sieht ziemlich deutlich, diese Kugel ist langsamer. Sie ist deshalb langsamer, weil hier in diesem Aluminium ein Strom induziert wird, der wiederum mittels Lorentzkraft diese Kugel bremst. Und diese Induzierung einer Spannung bzw. eines Stromes, der seiner Ursache entgegenwirkt, das ist genau die Lenzsche Regel. Das probieren wir jetzt nochmal an einem zweiten Versuch. Hier habe ich was Cooles vorbereitet. Und zwar habe ich hier eine Spule und das ist ein Eisenkern. Und auch hier wieder nicht magnetisch. Und das ist einfach ein Aluminiumring, den tue ich hier drauf. Und wenn ich einschalte, muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe hier Wechselspannung dran. Bei einer Gleichspannung würde der einen kleinen Hüpfer machen. Bei einer Wechselspannung hat das den großen Vorteil, dadurch, dass die Spannung ständig wechselt, wird hier ständig ein Strom induziert, der seiner Ursache entgegenwirkt und dadurch kann der hier abheben. Gucken wir mal, ob es klappt. Jawohl, es funktioniert. Soweit die Experimente zur Lenzschen Regel.